Es waren noch nicht mal 30 Sekunden gespielt und schon hatten die Gäste ihre erste Chance. Die Abwehr der Berkelstädter sah hier nicht gut aus und Michael Seifert, er hatte alle Zeit der Welt, den Ball Volley zu nehmen. Die Gäste mit dem besseren Beginn stehen sehr hoch, setzen den SOS damit früh unter Druck, der viel Mühe hat, sich zu wehren. Die achte Spielminute, jetzt wurde es mal gefährlich vor dem Gästegehäuse. Ecke von der linken Seite, Kopfballabwehr, Josse Gehrig zieht ab. Das war schon richtig gefährlich. Sebastian Tischai kann nur noch zur Ecke klären. Der Ball, der hätte genau gepasst. Kurz darauf wieder Ecke, diesmal auf der anderen Seite für die Gäste. Kurz ausgeführt. Christian Berner mit links, knapp am rechten Pfosten vorbei. Die Gäste aus Dortmund-Applerbeck hatten gute Chancen zur Führung. In den ersten 15 Minuten das bessere Team. Nur mit Mühe findet der SOS ins Spiel und er spielt sich anschließend einige gute Chancen. Schöner langer Ball von Kai Erning auf Niklas Hilgemann. Der setzt zum Sprint an, lässt zwei Dortmunder stehen und verpasst hier nur knapp das Tor. Nur 30 Sekunden später Josse Gehrig mit seiner Flanke in den Strafraum und Kai Erning mit der nächsten Gelegenheit zur Führung. Weitere 60 Sekunden später, Abstoß Christoph Vork. Schnell weiter auf Josse Gehrig und diesmal trifft er. Der SOS geht mit 1:0 in Führung. Überraschend, aber das hatte sich ja in den letzten 3 Minuten schon einige Male angedeutet. Der SOS war dem Tor richtig nahe. Dieser Treffer war wie ein Nadelstich für die Gäste. Jetzt der SOS viel besser, setzt nun die Dortmunder unter Druck und erspielen sich weitere gute Chancen. Christian Erwig mit dem Versuch aus der zweiten Reihe zu hoch. Stadtlohnstrainer Daniel Sekic sicherlich zufrieden mit dem Zwischenstand, aber er weiß auch, da muss noch mehr kommen, will man die 3 Punkte in Stadtlohn behalten. Christian Erwig mit der Chance in der 29. Spielminute auf 2:0 zu erhöhen. Doch das war noch zu schwach. Und dann das noch. André Hippers, hier eingekreist im Sprint, packt sich plötzlich am rechten Oberschenkel. Das Spiel für ihn gelaufen. Justus Jägers für ihn nun in der Partie. Was genau mit André Hippers ist, das wird erst bei einer genaueren Untersuchung ersichtlich. Eine brenzliche Situation musste der SOS nochmal überstehen. Da spekulierte man hier auf Abseits, aber das machte Dortmund ganz clever. Ricke und Seifert wären Abseits gewesen, aber dadurch, dass Thomas Pascal sich die Kugel schnappt, war es kein Abseits. Das war sie, die letzte Chance in Halbzeit 1. Dortmund muss was tun, kam auch, aber ohne Erfolg. Nur wenige Sekunden später, Josse Gehrig auf und davon, kann sich gegen den eingewechselten Dino Czaferowski durchsetzen und dieser Schuss nur knapp am linken Pfosten vorbei. Was für eine Chance! Wenn man solche Chancen vergibt, dann kann sich das rächen und das wissen auch die Dortmunder, die ihrerseits ihre Chancen suchten. Hier hat Kevin Brümmer die Chance vertan. Besser macht es dagegen der SOS. Niklas Hilgemann über links. In seine Flanke springt Christian Erwig und mit der Brust drückt er den Ball über die Linie. Freude beim Stadtlohner Anhang. Aber das ist noch kein beruhigendes Polster. Hat der SOS in den letzten Spielen eine 2-Tore-Führung oft genug verspielt und es sind noch 35 Minuten zu spielen. Zur Beruhigung können nur weitere Treffer sorgen und das versuchen die Berkelstädter auch umzusetzen. Erwig mit der nächsten Chance, dann Hilgemann, er verstolpert diese gute Chance.
Dortmund nicht mehr so häufig vor dem Stadtlohner Kasten und wenn, dann nicht mehr mit ganz so viel Druck. Die 65. Spielminute, Freistoß Stadtlohn. Hakan Göktemir, Daniel Neustädter. Schöne Ballannahme von Christian Erwisch und mit Linz nicht voll getroffen. Trotzdem drin, 3:0 für den SOS und so langsam glauben die Fans an einen Dreier. Und als Seid, er soll nur 3 Minuten später auf 4:0 erhöht, war sich jeder sicher. Das Spiel ist gelaufen. Doch mit einem 0:4 wollen die Applerbecker natürlich nicht nach Hause fahren. Hier noch nicht von Erfolg gekrönt. Aber nur wenige Minuten später die Ecke. Wieder ein Gestocher und diesmal ist der Ball drin. Michael Seifert stochert irgendwie den Ball rein zum 1:4 aus Dortmunder Sicht. Beide Teams noch mit Chancen in der Schlussphase. Am Ende Riesenjubel und Erleichterung bei den Berkelstädtern und dessen Anhang. 3 Punkte und ein 4:1 sorgen dafür, dass der SOS die Abstiegsränge vorläufig verlassen kann. Ja, 4:1 gewonnen, endlich mal wieder 3 Punkte und für alle vorab schon mal die Information, dass wir aufgrund des Spieltages von heute, zumindest mit den Ergebnissen, mal die Abstiegsränge verlassen haben aus Sicht vom SOS Stadtlohn. Also schon mal sehr erfreulich. Aktueller Tabellenstand jetzt 15. Ja, beide Trainer habe ich gerade hier begrüßt und wir beginnen die Pressekonferenz immer mit dem Statement des Gästetrainers. Daniel, das Spiel aus deiner Sicht. Ja, erstmal guten Tag von meiner Seite. Glückwunsch an Stadtlohn für den Sieg. Wie habe ich das Spiel gesehen? Ich fand, dass wir gut ins Spiel reingefunden haben, dass wir das Spiel gut kontrolliert haben, gut nach vorne gespielt haben. Dann kurz vor dem 1:0 eine Phase hatten, wo Stadtlohn 2-3 Möglichkeiten hatten. Ein individueller Fehler, der zum 1:0 führt, haben aber schnell wieder ins Spiel reingefunden und komplett die erste Halbzeit fand ich sehr, sehr gut absolviert. Ich glaube, das 1:0 war mit den Torchancen, wenn man die vergleicht, ein bisschen schmeichelhaft, aber wir haben den Fehler gemacht. Stadtlohn hat es ausgenutzt und deswegen führen sie dann 1:0. In der zweiten Halbzeit sind wir auch gut ins Spiel reingefunden, haben dann einen Fehler gemacht beim 2:0. Da spielen wir Pressing, da müssen wir uns fallen lassen. Stadtlohn macht es gut, einer geht kurz, wir gehen mit dem Mann mit. Der Ball wird gut reingespielt, führt zum 2:0. Und nach dem 2:0 haben wir eine Phase, wo wir kopflos Fußball gespielt haben. Und dadurch hat Stadtlohn sehr viele Torchancen gehabt. War folgerichtig, dass irgendwann das dritte fällt und das vierte. Kompliment an die Mannschaft, trotz allem nach dem 4:0, dass wir an uns geglaubt haben, Torchancen noch herausgespielt haben, dann noch den Ehrentreffer erzielt haben. Ich glaube, in Stadtlohn war mehr drin, weil wir einfach schnell ins Spiel reingefunden haben. Aber wenn man so welche Fehler macht, dann hat Stadtlohn verdient gewonnen. Deswegen Glückwunsch nochmal, Daniel, zum Erfolg. Und wünsche jeden Einzelnen noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank. Ja, Daniel, aus deiner Sicht das Spiel. Ja, das kann ich eigentlich so stehen lassen. Also tatsächlich ist es so, wir haben sehr, sehr schwer in der ersten Halbzeit ins Spiel gefunden. Die Kommunikation war jetzt nicht so positiv, wie es halt zweite Halbzeit war. Man hat so ein Stück weit die Verunsicherung gemerkt. Ich denke, eine völlig, völlig normale Situation, wenn eine Mannschaft halt jetzt unten drin steckt. Wir haben das in der Halbzeit halt angesprochen und da haben wir auch angesetzt zu sagen, dass wir einfach positiv bleiben müssen. Sicherlich das 1:0 zur Halbzeit, sicherlich ein Stück weit glücklich, aber auch nicht ganz unverdient, weil wir auch wirklich immer wieder auch schnell vor das gegnerische Tor gekommen sind. Ein oder anderen Situation sicherlich Glück gehabt. Sicherlich haben wir auch davon profitiert, dass so Leute wie Tim Schwarz oder Rudnick halt nicht beim Gegner dabei sind, die sicherlich die eine oder andere Situation anders ausgespielt hätten. Und wir haben dann halt zweite Halbzeit das gemacht, was wir hätten von Anfang an machen sollen. Wir waren sehr, sehr positiv, haben noch schneller versucht, vors Tor zu kommen. Erste Halbzeit war es, wie gesagt, phasenweise gut, aber nicht über die ganze Zeit. Und so ein bisschen haben wir dann nach dem 4:0 irgendwo nur ein bisschen
Gas rausgenommen, folgerichtig dann auch das 4-1. Ja, und dann war irgendwann 5 Minuten vor Schluss, merkt man auch bei beiden Mannschaften, die Luft raus, war sehr, sehr laufintensiv. Ich kann nur der Mannschaft ein Riesenkompliment aussprechen. Es ist nicht einfach für die Jungs, sich mit dieser Situation anzufreunden, aber der Tabellenplatz ist eine Momentaufnahme. Es gibt 2 Gegner, die halt noch weniger Spiele haben, also es gibt hier im Moment noch nichts zu feiern, außer sich über diesen Sieg zu freuen. Wir haben jetzt noch 12 Spiele und wenn wir dann so engagiert zu Werke gehen, wie wir es sonst ja auch gerade zu Hause gemacht haben, mit dem nötigen Glück, wie wir es heute auch hatten, dann werden wir am Ende auch das Ergebnis erzielen, was wir uns alle wünschen. Dankeschön. Dein Kollege hat es gerade angesprochen, 2 Spieler, die dir gefehlt haben, die heute nicht in der Aufstellung mit drin waren. War das unter Umständen auch ein Grund mit, warum ihr die Überlegenheit, die in den ersten 10, 15 Minuten noch da waren, nicht in Tore ummünzen konntet? Nein, also der Simon und der Tim Schwarz, die uns fehlen, fehlen uns aber schon seit der kompletten Rückrunde. Tim hat sich im Spiel in Ennepetal im Dezember Bandscheibenvorfall. Simon hat einen Schlag am Knöchel, wo er lange damit zu kämpfen hat, sind beide im Aufbau. Ja, ich rede wenig über verletzte Spieler. Also ein paar Didäten hat sich ein Kreuzbandriss, auch ein enorm wichtiger Spieler für uns. Und der ein oder andere auch. Klar, ein Tim Schwarz ist immer eine Torgarantie, den zu haben. Ich meine, er hat nicht umsonst letztes Jahr über 20 Tore, war wieder auch diese Saison mit 7 dabei. Dass der mit seiner Erfahrung und mit seiner Torgefahr natürlich uns hilft, das ist klar. Aber die Mannschaft, die heute auch gespielt hat, plus die eingewechselt worden sind wollen Oberliga spielen. Und deswegen können sie jede Woche hier zeigen, wie gut sie sind. Und ich glaube aber, unabhängig, dass die beiden gefehlt haben, wenn wir die individuellen Fehler nicht machen beim 1-0, wo wir einfach falsch stehen zum Spieler, und beim 2-0, dass wir nicht blind einfach nach vorne laufen und Pressing spielen, sondern uns einfach mal fallen lassen und auch mal einfach den Gegner, dass die sich mal was einfallen lassen in dem Fall, dann bleiben wir hoch stehen, der Ball wird gut gespielt, wir stehen viel zu hoch, der Ball wird gut reingespielt, ja, und dann steht es 2-0. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn die 2 Spieler so schnell wie möglich wieder dabei sind. Alles klar. Daniel, aus deiner Sicht, das 1-0 oder welche Situation war ausschlaggebend, warum ihr das Spiel gedreht habt? Ich denke mal, unsere Mannschaft lebt wirklich vom Kollektiv. Also immer dann, wenn wir zusammen gut gearbeitet haben, wie ich es erwähnt habe, eine positive Kommunikation auf dem Platz haben, haben wir immer irgendwo was geholt, ja, oder wussten zumindest zu überzeugen. Ja. Wir wissen alle, wie oft wir hier unentschieden gespielt haben und nachher gesagt haben, Mensch, das hättest du auch gewinnen können. Nein, ich bin absolut mit dem, was die Mannschaft heute gemacht hat, zufrieden. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein enorm wichtiger Spieler wie Michi Rossmöller rot gesperrt ist, der elementar wichtig ist für uns. Und da muss ich auch, also ich hebe ungern einen Spieler hervor, aber ein Kai Erning muss man ganz klar sagen, das, was der Junge heute abgerufen hat, Hut ab, freut mich total für ihn. Er hat lange, lange Zeit gebraucht, um richtig reinzukommen. Er war nun mal ein Jahr nicht da mit einem Australien-Aufenthalt und bin sehr, sehr froh, dass er das heute abgerufen hat. Ich denke, das war auch ein Schlüssel für unseren Erfolg. Aber nichtsdestotrotz auch der ganzen Mannschaft ein Riesenkompliment und nur so wird es gehen. Dankeschön. Wobei ich glaube, ein wichtiger Mann war auch Hilge, bei den ersten beiden Treffern beteiligt, ne? Auf der linken Seite, dann schön immer wieder seine Flanken, die dann auch den Abnehmer gefunden haben. Also auch der hat in meinen Augen heute richtig überrascht. Naja, überrascht, weiß ich nicht. Also Hilge hatte letzte Woche in Paderborn schon, war einer der Aktivposten. Hilge ist ein Junge, der charakterlich bei 100%, also das ist ein ganz, ganz toller Junge und wenn er das SOS-Trikot anzieht, dann lebt er das auch und deshalb ist das für mich nichts Überraschendes, aber auch natürlich auch, er hat heute ein super Spiel gemacht, klar. So, gibt es noch irgendwelche Fragen hier? So. Daniel, du weißt doch sicherlich, wie der
lecker so ein Bier nach einem Sieg schmeckt. Deswegen meine Frage, warum verschenken wir in den letzten 3 Minuten so viele Punkte in den letzten Spielen? Ja, also vielleicht für die Kamera noch und für die Zuschauer. Die Frage war erstmal mit der Einleitung, wie lecker doch so ein Bierchen nach dem Sieg schmeckt. Aber warum hat der SOS in den letzten Spielen immer in den letzten paar Minuten so viele Punkte verschenkt? Tja, man kann es mit 2 Sachen erklären. Das eine wäre körperlich, dass man halt irgendwann zum Ende hin die Luft ausbleibt. Das andere ist sicherlich psychisch, dass halt der Druck dann zum Ende hin immer größer wird. Ich kann nur sagen, Dortmund letzte Woche, als wir den Ball in der gegnerischen Hälfte verloren haben, als das Tor fiel, waren 8 Feldspieler im eigenen 16er. Also schließe ich mal daraus, und das ist, da sagen auch die Werte. Also wir werden von Ronny Grünefeld, das habe ich schon mal hier erwähnt, überragend betreut. Wir die Werte, die halt während des Trainingsbetriebs oder die Leistung, die die Spieler abrufen, ja, das erfassen wir alles. Ja. Also ich kriege dann nach jedem Training eine Auflistung, wer in welchem Bereich wie viel trainiert hat. Also mehr kann man an der Stelle wirklich nicht erwarten. Wenn man gesehen hat, wie der Josse Gerig gegen einen sehr, sehr schnellen Spieler 5 Minuten vor Schluss dieses Laufduell gewinnt, ich glaube, dann können wir uns darauf verständigen, dass es kein körperliches Problem ist, dass es natürlich ein Kopfproblem ist. Wir haben halt diese Drucksituation, und der müssen wir uns stellen. Und heute war auch ganz klar auch die Marschroute. Wir wissen um die Stärken von Dortmund, sehr, sehr offensiv stark, die auch wirklich immer alles geben. Und entweder geht der Daumen nach oben oder nach unten. Die haben nur einen Unentschieden. Und wir haben heute drauf gesetzt, dass wir nach Möglichkeit sehr, sehr viel Tore schießen können. Ja, auch beim allen Respekt vom Gegner. Wir wissen aber, dass so ein Gegner uns auch mal 4 Stück reinhauen kann, so wie im Hinspiel. Ja, wir haben heute, denke ich mal, die richtigen Schlüsse gezogen oder beziehungsweise die richtigen Entscheidungen getroffen. Ja, das muss man verstehen. Das sind alles junge Leute, die sich mit dem Verein identifizieren. Ja, etliche von den Jungs haben hier in der Jugend gespielt, und für die ist das auch nicht einfach, auf den Tabellenplatz zu stehen. Hier möchte keiner absteigen, von den Jungs nicht, und dementsprechend ist das eine Drucksituation, die wir uns dann halt natürlich stellen müssen, und da arbeiten wir auch im Trainer. Also wir lassen die nicht nur hier laufen und messen die Pulswerte, sondern wir sprechen auch viel mit denen, und das hat heute mal Gott sei Dank funktioniert und sollte uns auch Mut geben für die nächsten 12 Spiele. Dankeschön. Wenn wir sonst hier keine Fragen mehr haben, würde ich die Pressekonferenz beenden. Wir sehen uns am Ostermontag wieder, vielleicht oben am Platz. Und wenn nicht, dann spielen wir wieder hier, und dann gibt es wieder 3 Punkte. Hier auf dem Kunstrasen haben wir eigentlich immer ganz gut ausgesehen. Also gute Heimfahrt, viel Erfolg euch für die Zukunft. Ja, Daniel, Gratulation nochmal.